Ach, Left, beim Ding. Whatever. In weiteren Räumlichkeiten hat Skinny übersehen. So viel steht fest. Wir sehen uns weiter um. Wir müssen aber darauf achten, dass der Ofen in Gang bleibt. Sonst lässt uns das System im Stich. Verstehe. Im Kessel muss immer Wasser sein. Und reichlich Kohle im Ofen. Okidoki. Oh, okay. Ah, alles klar. Dampf und Feuer. Das heißt, das wir müssen... nicht mal einen Haufen Kohle. Ja. 4. 8. 12. 16. 20. Okay. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier noch irgendwie... Ach so. Hier den Eimer wieder hinstellen. Gut. Und wenn das hier runtergegangen ist, muss ich irgendwann halt wieder nachfeuern und nachlegen. So, hier war aber noch irgendwas an... Ne, es waren nur die Dinger hier. Gut, das scheint die Kohle zu sein. Ein Seil und eine Uhr. Da bekommt man ja einen Knickhals. Okay. Ich konnte digitale Uhren noch nie ausstehen. Unvorstellbar, dass heutzutage viele nicht wissen, was römische Ziffern sind. Okay. Viertel vor 4, Viertel nach 8, geht es von hier zur Himmelspracht. Halt geschafft die 11. Runde, endet gar die Geisterstunde. Runter mit dir, wer doch gelacht. Oh, die Reime. Viertel vor 4, Viertel nach 8, geht es von hier zur Himmelspracht. Halt geschafft die 11. Runde, endet gar die Geisterstunde. Runter mit dir, wer doch gelacht. Okay. Gut, dass ich Kohle eingelagert hatte. Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, dass plötzlich sämtliche Lichter ausgehen. Dazu sagt er nichts mehr. Okay, also müssen wir die Uhr drehen. Ich glaube, bei dieser Uhr geht es nicht um Zeit, sondern um Raum. Warum? Ach, weil sie Wege öffnet. Ah, alles klar. Das sieht mir ganz nach einer Montagehalle aus. Mhm. Was ist das hier? Hier fehlt etwas. Okay. Motor ist das. Hier ist übrigens auch noch Kohle, das ist gut. Was haben wir hier sonst so? Oh, ein Knochen. Ein Stift. Und sonst nichts weiter. Ich glaube, ich soll erst nach oben, kann das sein? Viertel vor 4. Okay. Ja. Viertel vor 4 und Viertel vor 8. Ganz schön tief runter. Himmelspracht. Okay, das heißt, es geht nach oben. Da ist noch mehr Kohle. Oder was ist das? Können wir auch nicht runtergucken. Ach, hier oben zieht es wie Hechtsuppe. Da lässt es sich schlecht arbeiten. Oh, du musst dich fertig machen für die Arbeit. Dann später... Gute Arbeit, Iranio. Und vielleicht bist du... Ach nee, ich glaube, ganz so spät werde ich heute nicht packen. Oh, was ist das denn? Sehe ich nicht. Hm. Oh. Sieht okay aus. Ja, und? Aber ich weiß doch noch nicht mal, wofür es da ist. Mein Lieber. Hm? Ah, oh, oh. Leonardo da Vinci baute schon in der Renaissance die abenteuerlichsten Fluggeräte. Ich hab's kapiert. Die waren Vorbilder für meine Aeronauten. Das Wetter und die engen Verhältnisse dieser Ebene hätten die Montage meines Aeromobils nur behindert. Wie oft bin ich von dieser Stelle gestartet? Ich könnte es an meinen Prellungen abzählen. Ach du Scheiße, okay. Wie oft, wegen meiner Arbeit vergaß ich immer wichtige Besorgungen. Mhm. Und ohne Ersatzteile kommt schnell der Punkt, an dem nichts mehr läuft.
Okay, hier ist nichts. Wie oft? Na gut, dann gehen wir mal runter. Viertel vor vier, Viertel nach acht. Ist gut. Ob wir das jetzt noch schaffen? Viertel vor vier, Viertel vor acht. Genau. Okay, da ist unten. Aber ich glaube, ich gehe doch lieber erstmal nachlegen. Ja, ja. Packen wir mal hier Neues rein. Packen wir hier unten auch Neues rein. Tür zu. Wunderbar. Alles resettet. Dann holen wir uns alles neu. Ich nehme wieder den gleichen Sack hier. Was mich an unseren Sackspenden-Sound erinnert. Bin ich letztens drüber gestolpert, als ich halt alle Sachen von meinem alten Laptop hier rüber gebracht habe. Achso, ich wollte mir das angucken. Mein Prachtexemplar von Aeromobil. Warum bin ich nie über eine Bruchlandung hinausgekommen? Ein Spruch und ein Scheiß hat Leonardo gebaut. Der hat nur Skizzen gemacht. Angesichts meiner Lage brauche ich keinen neuen Keilriemen mehr zu besorgen. Oh. Er hat keinen mehr gekauft, weil er das Ding sowieso nicht in die Lüfte kriegt. Ne? Oh. Hier ist doch noch eine Zeichnung. Kann ich mir das nicht vielleicht irgendwie angucken? Fuck. Hier geht es eine Ebene höher. Hm. Grausen denke ich an den Tag zurück, als der Lift stecken blieb. Ich weiß nicht mehr, was ich vernachlässigt hatte. Wasser oder Kohle? Seitdem passte ich auf meinen Ofen besser auf. Ja, ich tue es auch. Ach, so komme ich ja hier hin. Wartet mal. Jetzt wieder zurück. Dann hier hin, dann so. Ich wollte ein echtes Steampunk-Konstrukt bauen. Keinen schnöden Fest. Sieht ziemlich cool aus. Genau, in dem tiefen, tiefen Sack. War der Sack nicht von mir? Weiß ich nicht. Hatte mir ja auch einen Sack. Wartet mal. Ich glaube, ich kann euch den Ton einmal vorspielen. Den Spendensack. Wenn ich den jetzt sofort treffe. Scheiße. Ah, der war relativ früh, oder? Ich habe die immer nur umbenannt mit einer Nummer dran. Spendentier. Der war's nicht. Geisterstunde. Der war's auch nicht. Du gibst mir dein Geld. Der war's auch nicht. Du gibst mir dein Geld. Das war der gleiche nochmal als in einem anderen Format. Ja, was wollte? Das war der. Ach, das war der mit dem einen Sack. Das war der mit dem einen Sack. Wartet. Ich hatte zwei Säcke. Ja, was wollte? Ilse, wer ist da? Harry, das ist so ein kleiner Gnom, der hat einen Sack auf dem Rücken. Da steht Spende drauf. Ilse, los, schnapp dir einen Sack und schmeiß schnell die Tür zu. Das war der eine Sack. Moment. Spendentiere. Das war nicht. Wir feinen Trinkgeldgroschen. Nee, auch nicht. Und irgendwo fiel ein Trinkgeldgroschen in einen tiefen, tiefen Sack. Der war's. Der war's. Ja, Saber Rider hat mir auch. Ihr kennt die teilweise gar nicht, ne?
Ich hatte zwei Säcke. Mach's gut, Eranio, mach's gut. Oh fuck, ich glaube, im Hintergrund geht uns gerade alles aus. Oh nein, doch nicht. Das Spiel hat sich irgendwie pausiert. Ach, an den erinnere ich mich. Das war der, der den einen Stream total gekippt hatte. Ich habe eine Idee, Ritter. Ich habe eine Idee. Also ich glaube, die meisten waren sonst sehr harmlos. Ah, jetzt hat sie mir das Trinkgeld aber volle Kanne an den Kopf gedonnert. Ah ja, der. Juhu, incoming Spende. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus dem Geldbeutel bitte sehr. Wofür seid ihr bitte da? Als Donation, das ist klar. Der war auch süß. I'm coming for you. Ach ja, genau, stimmt. Der war für einen Gruselstream. Und ganz am Anfang waren die, glaube ich, den hatten wir bei Until Dawn. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. Boah, der war so schlimm. Boah, hab ich mich selber jedes Mal erschreckt. Oh. Nee, das war ein Follow-Sound. Das war gar kein... Ein Hoch auf dich. Danke. Genau, das war... Trinkgeldgroschen klimpern hier. Spenderlein, ich danke dir. Ja, das war natürlich unser George. Was hatten wir sonst noch? Ah, das waren die ganzen Weihnachtsspenden-Sounds. Ah, die habe ich auch noch, genau. So, jetzt machen wir aber weiter. Mir, da musst du immer wieder an Mias Sack denken. Was war denn mit Mias Sack? So. Der zusätzliche Ballast ist mir zum Verhängnis geworden. Der zusätzliche Ballast ist mir zum Verhängnis geworden. Ja, vielleicht sollte mal jemand die Files in ihrem Inhalt umbenennen, ja. Ich muss selber immer nämlich gucken, oh, welchen nehme ich denn heute? Oder mache ich einen neuen? Meine Karriere ist beendet. Also werde ich meine Henkersmahlzeit zu mir nehmen und hier dann die Zelte abbrechen. Oh. Meine Karriere... Okay. Ja, ja, gut, aber... Dann haben wir jetzt hier einiges, was wir zusammensammeln können, oder nicht? Brauche ich jetzt wirklich hier noch sowas wie... Scheiße. Was soll man denn noch machen? Oh. Hat er das ganze Dingen jetzt vielleicht hier in so eine Rolle gepackt? Die ich suchen und finden kann? In so eine Rolle? Hier liegt das Ding nicht. Hier fehlt etwas. Ja, weiß ich doch, dass da was fehlt. Das oben liegt, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber wir können es gerne versuchen. Brauche ich hier jetzt wirklich noch sowas wie Scheiße? Ich bin doch schon da. Ist auch unten, ne? Die Schlacht der Bots. Nimm mich, ich habe auch einen Danken. Regenwaldrituale mit Ritter. So, sehr schön. Es gibt halt noch keinen Code Nummer 9. Immer noch nicht, nein. Du musst. Wenn ihr das. Ach, sag mal. Ey, wohnt das nicht? Und da. Fiddler hatte einen Bauplan. Da liegt der Verdacht nahe. Du liegst richtig, Just. Blöd nur, dass er sich ständig zusammenrollt. Genau, die Mods können das ja machen. Glaube ich. Ich glaube schon doch. Glaube ich, muss aber erstmal hier nachlegen. So, erstmal. Zack, Kohle rein. Kohle, 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 Kohle.
Kann ich dir irgendwas rein... Was? Also, Felis addet einen Quote und der Nightbot sagt, kann ich dir irgendwo was reinstecken? Also, Entschuldigung, das ist mehr als creepy, oder? Du hast doch nicht den... Ich hatte zwei Säcke. Ihr seid so lieb zu mir. Also, Entschuldigung, was geht mit Nightbot? Der Felix sagt im Stream Elements, ich hatte zwei Säcke. Und der Nightbot antwortet, mit kann ich dir irgendwo was reinstecken? Das geht mal gar nicht. Oh mein Gott, das ist schlimm. Was geht mit den Bots? Ich muss noch mal weiter durch, ne? Genau. Hier geht's nach unten. Ab in den Keller. Plup. So. Wenn wir den Quatsch mit dem Steampunk vergessen, erscheint mir der Luftweg gar nicht abwegig. Du willst allen Ernstes in einem Ballon abhauen, den wir noch dazu selber bauen? Ich habe damals auf unserer Fahrt mit Mr. Lloyd genau aufgepasst, wie er seinen Ballon führt. Das kriegen wir auch hin. Ich erinnere mich an den Fall. Das war kurz bevor dieser Hai-Zombie zugeschlagen hat. Der Hai-Zombie? Garantierst du mir, dass wir nicht am Nordpol landen und keine Bruchlandung hinlegen? Nein, aber dein Sportsgeist plus mein Orientierungssinn, geteilt durch Skinnys langes Gesicht, wird das Risiko wert sein. Sehen wir uns den Plan also genauer an. Die Ballonhülle. Die brauchen wir. Boom. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ich glaube, den Rest brauchen wir, oder? Der Fahrkorb. Die Parachute-Vorrichtung. Damit der Ballon gezielt sinken kann. Lastseile. Der Brenner. Der Korbring. Das Ding brauchen wir auch nicht. Schleppseil. Sandsäcke. Die sind mir unterwegs schon aufgefallen. Mhm, mir auch. Ist da jetzt noch was? Seile oder so? Oder willst du uns damit nur sagen, dass wir die Sachen genau jetzt holen müssen? Guck mal, der Korb. Der Fahrkorb. Die Parachute-Vorrichtung. Trinkgeldgroschen klimpern hier. Spenderlein, ich danke dir. Wer hat an der Uhr gedreht? Sing wollte nur mal schauen, welcher der aktuelle Sound ist und noch einen Ohrwurm dalassen. Reihe auf ein Grip. Hat mir auch mehr Hand an der Uhr gedreht. Ist es denn doch, ach, so spät ist es doch noch gar nicht. Aber das ist ein schöner Ohrwurm. Dankeschön, Golgari. Vielen lieben Dank für das Trinkgeld. Ja, es ist schon etwas länger jetzt nicht der gleiche gewesen. Es ist jetzt schon etwas längere Zeit der gleiche gewesen. Wir müssen mal ändern. Ich glaube auch. Du siehst doch dauernd an der Uhr. Ja, das stimmt. Du hast absolut recht. Ich drehe schon die ganze Zeit an der Uhr. Oh mein Gott, wie viele von den Säcken? Oh, 30 Säcke! Oh, da kommst du nicht klar mit. Wie soll ich denn 30 Säcke schleppen? 30 Sandsäcke möchte ich dazu betonen, ja? Meine Güte. Welche Uhr? Die Uhr, die draußen auf dem Gang ist. Die ich die ganze Zeit drehe. Die da und die da. Okay. Ich sehe jetzt hier keine Sandsäcke mehr. Achso, ist mal rein rhetorisch. Der Blick ist jede Donation wert. Rechnet doch kein Mensch mit. Vor allen Dingen, nachdem ich gerade einmal alle Sounds gehört hatte, habe ich da nicht mitgerechnet. Ah,
jetzt kann ich gleich nicht mehr auf die Säcke hier draufklicken, wa? Weil die Säcke gleich nicht mehr da sind. So eine Scheiße. Waren hier unten denn auch noch welche? Also hier vorne? Ich glaub nicht, ne? Hier gab's keine. Dann müssen wir wieder an der Uhr drehen. Kann mal einer das Geknopfe ausmachen? Nein! Es ist doch wunderschön, Kamidung. Das ist Steampunk. Tuff, dann geht's wieder rauf. Oh, und da sind die anderen Säcke. Säcke, 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 Säcke. Säcke, 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 Säcke. Man kommt gleich gucken, warum ich die ganze Zeit von Säcken rede. Ach, das ist eher eine Pumpe. Ja, das stimmt auch. Oh nö, jetzt fehlt mir ein Sack. Die Ballonhülle. Scheiße. Wo ist der eine Sack?